So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. So, ich bin ehrlich, ich bin leider immer noch etwas erkältet. Ich hoffe, das wird endlich mal besser. Und ich muss auch ab und zu noch etwas husten. Das tut mir jetzt schon mal leid. Deshalb werde ich auch nur ein paar Folgen heute aufnehmen, ich denke mal so. Entschuldigung. So zwei oder drei, mal schauen. Ich bin zufrieden, wenn wir schon überhaupt mal eine schaffen. Denn ich möchte ja auch, dass ihr was sehen könnt. Das ist ja schade, wenn nicht. Und deshalb, ja, nehme ich jetzt extra für euch auf. Und mir macht es ja auch Spaß, deshalb passt das alles. So, ich muss mir immer mal so ein bisschen räuspern. Das ist echt ein bisschen, naja, das ist irgendwie typisch. Wenn es draußen richtig schön warm wird, dann ist man selber krank. Naja, es ist ja schon um einiges besser, denn ich hatte auch eine Woche wirklich ganz schön, naja, zu kämpfen. Halt keine Stimme und nichts. Und jetzt geht das alles einigermaßen wieder. Hoffentlich bleibt es auch so. Gut, und ich hoffe genauso, dass die Aufnahme hier überhaupt funktioniert. Denn ich musste gerade die SMAPI, wenn das so heißt, updaten. Also diese Mod da, damit die anderen Mods überhaupt so richtig funktionieren. Und ich hoffe, das hat alles funktioniert. Deshalb mal schauen. Wenn nicht, dann werde ich das schon mitbekommen dann. So. Das dauert immer ganz schön lange. Nein, und dann mache ich noch solchen Mist. Das macht's nicht besser. Das gibt's doch nicht. So. Dann noch die Seite. Und noch die. Und im Hintergrund ein schönes, entspannendes Windrauschen. Ich hoffe, für euch ist das ganze Spiel an sich genauso entspannt wie für mich. Denn ich finde das Stardew Valley wirklich einfach nur beruhigend und es macht einfach Spaß, das zu spielen. Ist wie Animal Crossing, das macht man einfach an, wenn man Lust drauf hat. So, alles mal wieder mitnehmen. Ja, die Samen, die können wir eigentlich gleich nachpflanzen, ne? Perfekt. Haben sogar hier so eine Premium Sunflower. Wenn das nichts ist. So. Ich muss übrigens anmerken, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe. Ach, die hatte ich ja schon. Was wir hier überhaupt angepflanzt haben, denn ihr könnt euch denken, die letzte Aufnahme ist mal wieder ein bisschen her. Deshalb muss ich hier erstmal so ein bisschen reinfinden, aber das wird schon. Ne? Das wird schon. Na toll. Wir brauchen mal so eine Sprinkleranlage und am besten gleich noch eine bessere Gießkanne. Dann würde das alles hier ein bisschen fixer funktionieren. Was ist das da eigentlich? Was haben wir denn da hingebaut? Ich guck gleich mal. So. Also was bist du denn? Keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Wird schon irgendwas sein. So, hello, it's blackberry season right now. The bushes are full of them. I want to pick some, but I lost my basket. Can you help? Ich finde, das U sieht aus wie ein A, aber ich habe auch meine Brille nicht auf, deshalb. Ja, but I lost. Na gut. Ist auch egal. Über die englische Grammatik möchten wir jetzt hier nicht diskutieren. Das können wir wann anders machen. Im nächsten Video. Nee, Quatsch. So. Das nehmen wir auch mal mit. Genau, das wollte ich, Entschuldigung. Sind eigentlich diese Pilze hier drin fertig? Ist das doch bestimmt auch schon wieder, ne? Ja. Ich weiß nicht, brauchen wir die Pilze für irgendwas? Ich glaube, ich habe das schon tausendmal geguckt. Kann das sein? So, dass hier nicht, nee. Aha. Also diesen einen Pilz, den behalten wir mal.
So Fische sowieso nicht. Tja, na dann behalten wir halt diesen einen Pilz und bringen ihn am besten gleich dorthin. Vielleicht finden wir ja auch eine Blackberry auf dem Weg. Das kann auch sein. Die Sonnenblumen brauchen wir aber nicht, ne? Nee. Auch nicht. Ist auch nicht. Tja, na dann. Ach, wir können eigentlich auch zu dem Herrn Pierre, hieß der, ne? Gehen. Ach, guck an hier, das Teil, das nehmen wir auch gleich mit. Eine Haselnut. Das ist ja witzig. Eine Haselnuss. Haselnut klingt irgendwie niedlich. Was ist eigentlich hier los? Achso, ja. Genau, den Korb, den finden wir schon. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, ne? So, hier ist der schöne Brunnen, ach ja. Dann gehen wir mal hier hin. Das ist noch irgendwie so eine Beere, da könnten wir die gleich mitnehmen. Sieht nicht so aus. Na gut. Geht auch ohne Beere. Wo war das? Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Das glaube ich nicht. Vielleicht hier. Ah ja, so. Boah, ist auch noch so eine Mega. Naja, gut, komm. Was soll's? So. Was für ein schönes Windspiel im Hintergrund. Oh, was ist das? Nee. Okay. Warum nicht gleich so? Kann ich auch irgendwie. Ah, schade. Gut, machen wir halt einen kleinen Umweg. Ist ja auch nicht die schlimmste Sache im Leben. Ich weiß nicht, irgendwie. Hilfe. So, jetzt geht's wieder. Irgendwie weiß ich gar nicht, ob die ganzen Mods überhaupt funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Können wir mal ein bisschen reinzoomen übrigens. Sieht voll schön aus. Weiß nicht. Ich finde es eigentlich schön, wenn man ein bisschen mehr von dem sieht, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man ein bisschen mehr von dir sieht. Wir lassen es einfach mal standardmäßig. I would like a cute girl to bring me Queen Algae. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Irgendwas Alkoholisches bestimmt, wenn die das will. Hello. Some of the town for. Achso, der Wind. Townsfolk are wary of strangers. You will have to win their fair trust before they open up to you. Ja, das wissen wir. Wir müssen denen ihr Vertrauen gewinnen von den Leuten hier in der Stadt. Ich weiß nicht. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass das Spiel jetzt eigentlich auch auf Deutsch sein soll. Oder es war eine Mod. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr. Ich informiere mich da nochmal. Vielleicht finde ich da was für euch. Weil auf Deutsch sind die Texte wahrscheinlich dann doch ein bisschen angenehmer zu lesen. Ich weiß nicht, kann mir irgendwas einstellen? Lalala. Ich glaube nicht, Tim. So. Ist aber auch nicht so weit schlimm. Denn wir verkaufen erstmal ein bisschen Zeug. Also, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Oh, das bringt jetzt nicht so viel. Na gut. Pumpkin hatten wir schon, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Wallpaper. Baum wäre eigentlich auch nicht das Schlechteste. Cherry. Das machen wir mal im Sommer, ne, im Frühling machen wir das. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch so hinhaut, weil die brauchen alle viel zu lang. Ach, ich habe diese zwei Eier hier noch. Na gut. Also jetzt, das klingt komisch. Also wir behalten diese Dinger nicht, wir geben die ab. Ne? Bekommen wir ein bisschen Geld raus. Auch wenn es nicht unbedingt die Welt ist. Aber es reicht, um sich ein Frühstück zu kaufen.
So, Cherry Bombe heilen wir mal. Ah, hier die Berry Bushes. Ja, damit. So. Und rein damit. Na, haben wir's doch. Hier ist auch alles supi, tupi. Das ist schön. So, und ich weiß nicht, wie wir das hier fortfahren, wie wir das ja weitermachen wollten. Lass mal den Baum hier weg. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Na toll. Das ist alles richtig perfekt heute. Ich weiß nicht. Wollen wir das ja einfach so durchziehen? Anscheinend wollten wir das ja. Ach. So. Jetzt haben wir denn überhaupt noch Stein? Müssen wir erstmal schauen. So, rein damit. Ja, Stein haben wir. Das ist nicht das Problem. Entschuldigung. Was ist das hier? Achso. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Huch. Was ist das denn jetzt? Ach ja. Ich habe ja jetzt nicht mehr meinen regulären Timer. Ich muss heute auf Ersatz gehen. Deshalb hat dieses Huhn hier gekräht. Aber es passt eigentlich ganz gut zum Spiel, von daher. Nimmt es mir nicht übel, dass das Huhn jetzt hier erstmal die nächste Folge auf jeden Fall noch dabei sein wird. Denn eine Folge nehme ich noch auf, so viel ist klar. Das macht einfach viel zu viel Spaß, aber ich habe halt leider nicht so die Stimme, um großartig mehr zu machen. Aber ich würde gerne. Ja, ich würde gerne. So, hier sollten auch Vogelscheuchen rein, wenn ich das so sehe. Was damit hier? Ich weiß ja überhaupt nicht, was wir hier wollten. Ich kann es auch nicht wegmachen. Ah, doch. Gut. Ja. Da müssen wir mal hier nochmal schauen. Das sieht nicht so wundervoll aus, deshalb wird es Zeit, dass es schöner wird. Genau. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen und freuen uns schon alle auf den nächsten Tag. Was ist hier eigentlich im Wetter? Boah. Oh, das ist mir zu viel Text. Wie wird das Wetter? Regen. Das ist gut. So, die schöne Chicken. Ja, die schöne Chicken. Natürlich die schöne Chicken-Statue. Ist auch nicht schlecht. So, und ich würde da einfach mal sagen, danke fürs Zusehen, wie immer. Ich freue mich auf jeden View und natürlich auch auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag noch und bleibt gesund. Das ist wichtig. Also dann, haut rein.